Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Lines of Arnhem mit dem Aesthetic, dem Spirit Sascha. Fingers! Was? Hi. Guter Können wir auch Start, einfach dem mal diesen Storm und der Pokal Rico. reden? Hallo! Und erstmal Stadtbild in Skype. Geil! Es ist momentan Boah, so, Aesthetic, darf nicht dass. Zeit kommen, was du dir einwirfst, bitte. Es ist momentan so, dass der gute Robert, der ist krank. Der ist krank, also wirklich krank, der liegt. Oder er sitzt vielleicht, wer weiß es schon, niemand weiß es. Auf jeden Fall, wir sind zurück in den Lands of Arnhems und ich hoffe, ihr habt euch die Folge nochmal angeguckt, ihr Spieler. Denn Storm darf jetzt erzählen, was passiert ist. Okay, na, tatsächlich weiß ich noch, was passiert ist, ohne mir die Aufnahme angeguckt zu haben. Und zwar, gestartet haben wir ja auf diesem Platz in der Stadt. Nein. Das ist eine Lüge. Nur letzte Folge, nicht die ganze Session. Wir waren in der Arena immer noch. Ach ja, schon, wir waren ja immer in der Arena Alter, gestartet und haben da ja gesoffen. Soll, kann Sascha bitte rezitieren? Also wir waren in der Arena, haben da gesoffen. Im Endeffekt ist in der Arena nichts mehr wirklich Großartiges passiert. Wir haben Sascha. bis wir dann rausgegangen sind und da ist doch. Ja, dann ist der Meister aufgetaucht. Mach nur die letzte Alter, Folge. Alter, das ist ja schlimmer als meine Abmodis immer. Nein, letzte Folge hast du dich weggeportet, weil Aesthetic den Meister totgeprügelt hat. Ja, das war doch die letzte Folge, nachdem ich mich weggeportet habe. Ja? Warum erzählst du dann den Kram davor? Dann der Platz, was davor ist, wollen wir nicht wissen! Oh Gott. Nein, Folge! Zwei Folgen brauchen, um zwei Folgen zusammenzufassen. Mein Meister wurde von Loom totgeprügelt oder fast totgeprügelt. Nachdem ich ihn festgehalten habe, habe ihn dann zum Magiergilde teleportiert, bin in seinen Kopf eingestiegen und seitdem passieren ganz verrückte Dinge, weil alle Menschen zu schwarzem Staub fest verfallen. Nee, jetzt suche ich die suchen. Grauer Staub. Ich wollte gerade sagen, grauer Staub, was? Und was machen die anderen währenddessen? Mich suchen. Und wer ist denn am Verlies gekommen? Robert, red mal in dein Mikro, du halst. Ich war nämlich in der ersten Folge. Ich sollte nur die zweite Folge machen. Aber in der zweiten Folge ist dazugekommen, dass er dem Helden folgen will. Ja, okay, das mag sein, aber er ist in der ersten Folge dazugekommen. Das darf ich ja nicht sagen. Alter, Aesthetic war mehr. Vielleicht gerade ein Stadtbild in der Hoffnung. Ja. Ja, und die gute Rico? Das weiß ich nicht mehr. Die ist Richtung Stadt gefahren und wurde K.O. geschlagen. Nee, nicht, nee, warte, nee, sie hat irgendeine Nadel mit Narkotikum bekommen. Bambusstock hier rein. Ja, richtig. Immer auf die Krüppel. Wir müssen uns jetzt so an die damalige Zeit halten. Ach ja, schön. Na gut. Ja, hätte ich mal gesagt, liebe Leute, wir machen weiter. Wir fangen an beim guten Storm. Ey, ich lief zuletzt die Straße hinunter. Wir hatten das ja so, also... hast du nicht aufgegeben gehabt, nachdem du ein Haus durchsucht hast? Naja, nachdem ich... Nee, ist keiner mehr. Nein, es war ja so, dass der gute Stormblade Richtung Magiergilde kam und gerade zum Haupttor kommen würde. Da wollte ich hin, ja. Okay, dann läufst du jetzt zu der Kreuzung am Haupttor. Nee, genau, das ist immer noch mein Plan. Ja, gut, weil da kommst du an. Und ich habe niemanden getroffen. Du hast niemanden getroffen. Dann laufe ich weiter Richtung Marktplatz. Du läufst weiter Richtung Marktplatz. Und da ist auch niemand. Da ist auch niemand. Und auch auf dem Weg habe ich niemanden gesehen. Und auf dem Weg hast du auch niemanden gesehen. Ich wüsste, was ich machen würde. Ich laufe Richtung Palast. Also über den Marktplatz drüber. Ja. Okay, du läufst über den Marktplatz drüber. Ja, Richtung, wie gesagt. Ja, du läufst zum Palast. Ja. Du siehst niemanden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich merke schon, das wird eine richtig geile Folge. Ja. And I would walk 500 miles. Okay, ich setze mich auf den Boden. Du setzt dich auf den Boden. Und fang an zu meditieren. Ich fang an zu meditieren. Okay. Ich mich mit der Natur zu verbinden, die vielleicht irgendwo 1000 Kilometer unter der Stadt ist. Du würfelst für mich. Okay. Mana. Aber du hast nicht gesagt, dass du Mana so auf was denn? War das, ich weiß nicht, welche Folge das ist. Egal. Also ich bin Mana-süchtig. Was soll ich werfen? Du würfelst für mich. Lass mich mal ganz kurz deinen Character-Sheet hier öffnen, ganz kurz. Ludwig Wo Storm ist der denn Scheiße drin? Guck mal. Ausdauer, Ausdauer und Ausdauer. Nee, du würfelst für mich auf... Ja, tatsächlich dreimal auf Intelligenz. Das macht mal Sinn. Erschwert um 3. Sollte trotzdem noch machbar sein? Ja, tatsächlich sollte es eigentlich echt machbar sein für dich. Hab ich. Okay. Du spürst, dass was mit der Welt um dich rum nicht stimmt. Ach so. Dafür hat er jetzt eine halbe Stunde oder so gebraucht.
Er hat sich nur auf den Boden gesetzt und kurz meditiert. Das stimmt hier nicht. Was mach ich dagegen? Mensch, wie geistreich. Was? Ein Stab, was mir hilft. Hau mit deinem Stab auf den Boden. Die Schulden hat Pass. Das stimmt mit der Wie machen die das? Alter, was ist mit Skype heute los, ey? Was? Wie machen die das bei Naruto, wenn die in der Halluzination gefangen sind? Wir machen hier Kai. Auf jeden Fall machen die kein Metagaming, ihr Lutscher. Ja, ich bleib vom Boden sitzen und mach weiter Natur. Verbindungs. So, ich weiß nicht. Fotosynthese! Fotosynthese! Elfengras! Ja, okay, gut, dann machst du weiter Natur. Ich bin kein Illusionsmagier. Und wir wechseln zu unseren drei Recken. Yay. Wie hieß er nochmal? Robert. Robert, wie geht's dir? Oh, wo ist der noch? Er ist verschwunden. So, hätten wir den Gag auch umgebracht. Ja, also der gute Robert wird... Alter, was ist heute mit Skype los? Ja, Skype ist richtig für einen Arsch heute. Also Leute, nur falls ihr euch wundert, in dieser Folge wird Skype ein bisschen laggen. Irgendwie, das ist hard on point. Der Aufnahmesession wahrscheinlich. Ja, den der Aufnahmesession. Auf jeden Fall, der gute Robert, der ist heute ein schweigsamer Verfolger, der rennt hinterher und wird vielleicht im Kampf euch helfen, je nachdem, falls ihr irgendwas Schlimmes macht oder was Dummes. Okay, sehen wir jemanden? Nein. Aha. Sollen wir ein bisschen im Kreis laufen? Warum kann ich ihn nicht klar? Wir waren auf dem Weg. Wir waren auf dem Weg zur Magiergilde, oder? Ja, also ihr seid oder halt waren wir auf dem Weg zur Magiergilde oder wollten wir zum Schmied? Wir waren schon beim Schmied. Stimmt, beim Schmied waren wir. Ich habe abgeholt, für die ich noch Werte bekommen sollte. Ach, stimmt, die kriegst du noch, ja. Sind wir schon am Tor vorbei? Nee, ihr seid jetzt gerade so zwischen Schmied und Tor. Ja. Nee, du saßt auf dem Marktplatz, ne? Okay, dann laufen wir, würde ich sagen, mal am Tor vorbei und gucken mal in die Torgasse rein. Sehen wir nichts, ne? Zedek war schon gerade ziemlich angestrengt beim Nachdenken. Standbilder sind doch das Schönste. Ist halt echt so. So wie in Let's Plays immer einfach mal Stopp drücken und gucken, was der gerade in die Fresse zieht. Ja, sehen wir da jemanden? Richtung Tor? Ja. Yeah. Nein. Bemerken wir auch mittlerweile so Aschehäufchen irgendwie überall? Nein. Okay. Boah. Was sagst du? Teral? Weiter? Teral. Gesundheit. Jede Folge. Ja, natürlich. Das wird so weitergehen. Wollen wir durchziehen, Magiergilde? Ja, ist schon verwunderlich, dass wir hier überhaupt niemanden mehr sehen in dieser riesigen Stadt. Aber vielleicht sind die ja alle weggerannt wegen dem Verrückten gerade. Wer weiß. Die Frage ist, wohin? Ob die rausgerannt sind aus der Stadt? Oder ob die sich bei der Stadtwache zurückziehen oder so? Keine Ahnung. Aber lass mal zur Magiergilde. Wo soll der Typ, der alte Knecht, schon hingegangen sein? Halte ich für eine gute Idee. Ich bin ja übrigens noch smart, liebe Leute. Wäre ich jetzt weggerannt aus dem Tor. Robert schließt sich der Meinung des Helden natürlich an. Natürlich. Und Punkt. Ja. Das war's. Sie gehen weiter. Ich dabei haben. Wieder zu Storm. Der sitzt noch. Okay, schalten wir schnell rüber zu Storm. Storm, wie ist die Wetterlage dort? Sonic! Photosynthese! Jo. Okay, zurück zu unseren Wanderern. Ihr seid an der Magiergilde angekommen. Ja, er ist ja Magier. Ja, cool, wenn du. Ja, genau. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Portal rein, also in die Haupthalle. Ihr geht in die Haupthalle. Sehen wir dort irgendjemanden? Nein. Asche? Nein. Wollte dem Magier zu denken geben. Also. Eben da. Also der einzigste Unterschied ist eigentlich nur, dass du Asche siehst. Ich sehe die Asche und ihr nicht. Wie freien Zugang habe ich in der Magiergilde? Nicht komplett freien Zugang. Du kannst in die meisten Räume eintreten durch die Portale, aber du kannst nicht zum Beispiel in die oberen Geschosse von den Ratsmitgliedern oder sowas. Das heißt, also da braucht man einen Zugang oder sowas? So? So ein Rank-Up braucht der theoretisch? Oder liegt das an dem Medaillon, was der hat? Sagen wir es mal so, Storm ist nur zu Liliana gekommen, weil er bei dem Typen war. Der Monokel, bei dem Arschloch.
Also bei jedem in der Magier Guild. Ja. Hallo? Ja, bei dem Monokel, Mann. Ja, wo könnte denn der gute Ludwig sein? Eral. Tairal. Gesundheit. Nee. Wir machen das nur einmal pro Folge, sonst wird der lame. Das wird schon lame. Ich weiß. Oh, die Stadtbilder sind fancy, Alter. Scheiße, ja, was machen wir denn jetzt? Ich kenne mich hier nicht so aus, wo könnte der denn hingegangen sein? Tja, wenn er hier abhängt, gibt's hier einen Gemeinschaftsraum oder eine Kneipe? Eine Bar? Ja. Er hatte auf jeden Fall mit... Hui. Wie hieß der Rang von Liliana? Von Chef. Meistermagierin? Weiß ich nicht. Erzmagierin. Er hatte auf jeden Fall mit Erzmagierin Liliana zu tun. Er stand bei ihr, als er hier im großen Saal seine Laudatio gehalten hat. Ich kann mir vorstellen, dass er bei ihr ist, aber dort habe ich keinen Zugang. Ja, dann lass mal... Achso, verdammt, der letzte Satz. Ich hab keinen Zugang, ey. Lass doch mal da hinten. Ich wollte jetzt eigentlich packen und einfach in irgendeine Richtung ziehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, für dich ist es einfach nur ein großer, runder Raum mit Büchern. Ja, tatsächlich sehe ich da auch keine weiteren Gänge, oder was? Die da von da abführen. Nein. Oder so. Es gibt keine Gänge. Ja, wie... Okay. Ja, ihr habt ja jetzt nicht so ein großes Gebäude. Ah, glaub mir, das ist noch deutlich größer als das, was du hier siehst. Okay, und wie kommen wir in den größeren Raum? Portale. Ja, dann mach genau mal auf. Genau in diesem Moment ist dein Pulver gone. Warte mal. Achso. Oh, nee. Also, Junge, ich bin müde. Vergessen. Du weißt nicht, wie die Leute sich hier in der Magiergilde fortbewegen. Du weißt nicht, dass Ludwig verschwunden ist. Mhm. Und du weißt nicht, dass du den Meister zusammengeschlagen hast. Das ist okay. Kann ich mitleben. Oh Gott. Notiere das bitte. Okay. Ja, dann machen wir schon mal weiter. Ja. Und du denkst, dass der gute Brobert, der dich die ganze Zeit verfolgt, ein Fan von dir ist. Okay, das ist in Ordnung. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich denke, der ist irgendwie mich umbringen. Ja, dachte ich gerade auch so. Du denkst, der ist ein Fan von dir und deswegen musst du dich natürlich immer in sehr, sehr gutem Licht dastehen lassen, dass dein Fan natürlich bescheid so ist. Überhaupt nicht für meinen Charakter eigentlich, ey. Genau, deswegen sage ich es ja. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr RP machen, wenn ich ehrlich bin. Ja, du darfst auch mehr RP machen. Nee, mein RP würde anders aussehen mit 9 Leuten der Gruppe. Aber okay, gut, dann Hallo, Tera. Hi, Mann. Gesundheit. Ich will jetzt ein anderer Lumen da noch mal Wo ist Ludwig? Ich rede nicht die ganze Zeit so, keine Angst. Wie, wo ist Ludwig? Du weißt doch, dass wir suchen ihn. Schon seit, keine Ahnung, einer halben Stunde. Guck mich wie langsam unterwegs. Nee, Ludwig nicht. Okay. Ja, dann lass den suchen gehen. Ja. Und ich laufe ein bisschen so an den Wänden lang und nimm so die Bücher so raus, guck so, Ludwig? Ich steck die Bücher wieder rein. Wir wechseln hier an dieser Stelle. Er ist so dumm, ist dein Charakter doch. Ist halt echt so. Aber ich muss es ja irgendwie ausspielen. Ich kann nicht halb dumm spielen. Ich kann einfach nur keine guten Vorschläge mehr machen, aber dann, das rafft doch kein Mensch dann. Wir wechseln währenddessen ganz kurz zu Ludwig. Ludwig. Ich stehe auf. Hat nichts gebracht, meine Photosynthese. Nein, du fühlst dich ein bisschen erholt. Ah, das ist toll. Ja. Ich meine, ist ja keine Sau da, es ist ruhig wie im Wald. Ja. Ich habe zwei Ideen, was ich machen könnte. Okay, das war der Sinn der Sache. Das eine ist keine so tolle Idee, das andere ist eine bessere Idee. Dann nimm die nicht so gute. Okay, ich gehe in die Bar. Oh Gott. Oh Gott, das ist ein Bild. Alter, der Alkohol klauen. Ich will mir ein Bier abzapfen. Du zapfst dir ein Bier ab. Gut, und mit dem gehe ich jetzt wieder raus. Und okay, du Richtung Magiergilde. Du gehst Richtung Magiergilde. Ja, und trinkst es da unten. Wolltest du nicht zum König? Bier. Ach ja, ist doch irrelevant. Ich hab doch gemerkt, das stimmt was nicht. Okay. Das Bier ist leer. Und dann schmeißt du den Krug weg und dann weiter. Du hättest gerne noch ein Bier. Sehe ich noch eine Kneipe? Ich liebe diesen Zirkus. Ja. Hab ich nicht Alkohol einstecken?
War wahrscheinlich Loom, du hast den Alkohol eingesteckt, oder? Ist richtig. Okay. Nun gut. Was habe ich eingesteckt? Aber sehe ich denn auf diesem Weg noch zur Gilde mehr Läden, mehr Kneipen? Du siehst auf jeden Fall mehr Läden. Es gibt so einen Getränkehändler dort mehr oder weniger, den du looten kannst. Ich möchte da gerne zwei Flaschen Bier mitnehmen. Okay, du nimmst zwei Flaschen Bier mit. Gut, und eine verstaue ich für Notfall, für Notfälle. Ich hätte Dosen genommen. Und die andere, ich weiß nicht. Und die andere trinke ich auf dem Weg. Okay, dann notiere dir mal eine Flasche Bier und ja, dann trinkst du und bist jetzt an der Magiergilde. Gut, und weil ich cool bin und die Tür nicht benutzen will, möchte ich gerne Ich wollte gerade in die Bibliothek sagen, aber es sind ja überall Bücher. Gibt es in der Magiergilde? Ich war ja fast jedem Raum. Aber ich habe ja nie die Bücher angeguckt. Verdammt. In allen Räumen drei. Große Magiergilde. Habe ich irgendwo was, wo eine Bibliothek speziell für Magie ist, wo Bücher speziell für Magie sind, bemerkt? Als ich das mal durchgesappt bin? Du hast nicht drauf geachtet, nein. Gut, dann gehe ich zu dem Monokelmann in die Etage da. Okay, du portest dich in die Halle vom Monokelmann. Steht vor der Scheißtür. Da ist der Typ natürlich nicht mehr da. Nee, aber auf dem Tisch liegt ein Häufchen Staub. Mit einem Monokel drin. Oh, voll traurig. Nimm das Monokel an mich. Du nimmst das Monokel an. Aber ich steck's ein. Ich tu's nicht anziehen. Ich bin nicht doof. Steck's es an. Zumindest dein Charakter nicht. Und ich such mal so die Bücherregale und guck mal, ob ich irgendein Buch über Illusionszauber finde. Okay, während du das machst, wacht Riku in einer Stadt auf. Und da ist niemand. Einfach mitten auf dem Boden oder einfach irgendwie eingesperrt? Einfach auf dem Boden. Einfach auf dem Boden. Mittendrin auf dem Marktplatz. Okay. Vorher weiß ich. Rappel mir erst einmal auf. Ja. Habe ich mein Steckchen bei mir? Ja, es liegt neben dir. Okay, höre ich irgendwas in meiner Umgebung? Nein. Sind ja schon mal super Voraussetzungen für einen Blinden. Ja. Ich überlege halt kurz einmal, ob ich es vielleicht rufen soll, was wahrscheinlich ziemlich schlagartig gestillt worden ist. Du bist ja aufgewacht. Du hast ja geträumt bis gerade. Verzeihung. was könnte ich machen? ich rufe mal so ganz klar, so zögerlich, so, hallo? Hörst nichts? Okay, dann versuche ich es etwas lauter. Dein Ruf schallt von den Häusern, die um dich rum sind, wieder, aber du hörst, dass dort niemand ist einfach. Also es gibt niemanden, der dir antwortet oder sowas. Okay. Dann schlage ich einfach einmal wahllos irgendeine Richtung ein und zahlst du mit dem Stock immer so voraus. Ja, in der Hoffnung, dass ich halt, wenn ich halt in der Nähe von Wänden bin, dass ich mich da halt entlang gehe und dann gehst du aus Haus. Wieso Pin bei Bing, 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 Bing. Okay, ich habe jetzt was aufgezeichnet hier. Und zwar hast du die Möglichkeit, also du kannst ja komplett einmal, ihr müsst euch jetzt vorstellen, es gibt ja theoretisch diese Kompassrose hier mit Norden, Süden, Osten, Westen und halt dann den jeweiligen Unterhimmelsrichtungen. Also hier Nordwesten, etc. Ja, und du sagst mir jetzt einen, die du gehst, und ich habe mir jetzt gerade momentan hier eine kleine Zeichnung gemacht. Wie du momentan gerade stehst, wie du ausgerichtet bist, und dort in die Richtung, die du gehst, wirst du laufen und dann je nachdem wirst du halt auf das treffen, was du dann finden würdest. Also stehe ich schon in eine bestimmte Richtung gerichtet, oder? Du stehst in eine Richtung gerichtet, du sagst mir jetzt nur, du willst nach Norden, Süden, Osten, Westen oder halt die Zwischendinger. Also es gibt noch Nordwesten und Nordosten, etc. Und Nord-Nordwest gibt's nicht? Nein, das gibt's nicht. Okay. In diesem Universum gibt es diese Richtung nicht. Und oben und unten existiert auch nicht. Dann geh nach Osten. Nach Osten? Mhm. Okay. In den Osten? In meinem Kopf. Also wenn ich habe die Karte, ich kenne ja die Karte nicht, aber in meinem Kopf
Ich sag jetzt nicht, was ich denke. Ja, aber es geht ja darum, wie sie ausgerichtet ist. Ja, genau, nicht die Karte der Stadt. Du läufst, ich überlege halt gerade, wie wir in die Stadt gekommen sind. Du läufst ein gutes Stückchen weiter und du merkst halt, dass die Straße halt einfach ganz normal, wie immer halt eigentlich gepflastert war, also wie der Marktplatz auch. Und du hörst aber, dass du nach kurzer Zeit, wo du gelaufen bist, wieder auf einen, also du hörst natürlich, wenn du durch so einen etwas engeren Gang läufst, oder was heißt engeren Gang, halt so eine Straße halt wirklich läufst, hörst du natürlich, dass der Schall von deinem Stock und von deinen Schritten nicht so extrem sind, wie wenn du auf dem offenen Marktplatz standest oder auf dem Platz, auf dem du jetzt kommst. Also ich bin jetzt gerade quasi auf einem etwas enger gerichteten Platz irgendwo. Du hörst, dass er nicht so groß ist wie der Marktplatz, aber es ist auf jeden Fall ein größerer Platz. Also quasi von Gebäuden umgeben. Ja. Gut, dann geh weiter Richtung Osten. Ästhetik. Nein, ich dachte gleich, am Ende landet die mit ihrer Zelle so. Herr Ort, ich nehme wahrscheinlich die Hand. Komm, wir gehen ins Kreis. Du hast jetzt nochmal die Chance. Du bist jetzt ja hier hingelaufen an diese Stelle. Hast jetzt nochmal die Chance, dich zu entscheiden zwischen Norden, Süden, Osten, Westen. Du bist natürlich nach Osten gerichtet. Jetzt kommt es darauf an, wie du dich wieder entscheidest, wo du hinläufst. Komm, ab nach Westen. Dann nach Westen. Na, wobei es ist dir entgegengesetzt, Richtung. Also, ich wollte gerade sagen, ist jetzt, wenn sie gerade ausläuft, Osten oder Norden? Bemerkt, ja. Wenn sie jetzt weiter gerade auslaufen, dann läufst du immer weiter nach Osten. Du läufst immer weiter nach Osten. Ja, kommst an eine Häuser, du kommst an einen Haushalt an. Eine was? Du kommst an ein Haus. Das ist ein Haus. Ja, ich war jetzt bei mir gerade weg, deswegen frage ich. Haus. Haus. Du kommst an ein Haus an. Okay, steht direkt davor, oder? Ja. Ja, direkt mit der Nase, wenn du willst. Okay. Okay, dann rufe ich noch einmal so, hallo? Weil ich weiß nicht, was los ist. Hallo? Ja? Ist okay, machst du. Aber du hörst ja, okay. Du wahrscheinlich gar keine Reaktion, oder? Nein, du stehst direkt vor einer Hauswand. Und du rufst Hallo, nee, schreist halt, Hallo ich mein, gegen in die Hauswand. Nee, halt in dem Sinne halt da in die Umgebung gerichtet. Ach so, du ja, gut. Gemeint. Ja, ich okay, ja. Ja, man du sieht ja Assi, was? Ja, du rufst halt Hallo. Du hast dir den Charakter ausgesucht. Ja. Das antwortet dir wieder niemand. Ich sollte mich wieder am besten einfach auf den Boden setzen, bevor wir wieder irgendwas tun. Lehne mich so an die Häuserwand und setze mich halt so hin. In der Hoffnung halt, dass ich dann irgendwann mal die Schritte höre oder so. Macht Natur. Photosynthese. Du bist lustig, Riku. Und hungrig. Es fällt da jetzt ein. Nö. Es fällt dir schon die ganze Zeit auf, aber ich hab's dir jetzt erst gesagt. Ja, danke. Bitte, gerne. Ich bin ein guter Game Master, ich weiß. Ja gut, wenn ich da an einer Hauswand bin, dann will ich tasten, ob da irgendwann eine Tür ist. Da ist eine Tür. Okay, kriege ich sie auf? Wow, ist eine Tür. Die ist nicht abgeschlossen. Bitte? Die ist nicht abgeschlossen, ja. Okay, dann geh da rein. Okay, du gehst rein. Okay, dann geh so halt so vorsichtig, so mit dem Stock taste ich so vor mir, ob ich irgendein Hindernis vor mir habe oder so. Nee, also du kannst dich schon relativ frei bewegen. Das ist ein ganz schön aufgeräumte Wohnung, wo halt, du kommst in einen relativ großen Raum, wo halt direkt ein Tisch in der Mitte steht mit ein paar Stühlen drumrum. Okay. Taste den Tisch ab. Findet ihr da irgendwas? Clown. Du findest einen Apfel oder du vermutest, dass es ein Apfel ist und noch eine Flasche. Weiß aber nicht, was drin ist. Okay. Und sie ist verschlossen mit einem Korken. Ja, das okay, dann steck ich den Apfel und die Flasche ein. Geht das? Du hast Hunger und Durst, also du solltest wenn dann zu. Ja, okay, dann, ja, aber wie geht's auch darum, dass ich vielleicht irgendwo auf den Boden setze oder so, bevor ihr dann noch irgendwas zu Bruch geht oder irgendwo drüber fleckt. Du warst in einem Haus mit einem Tisch mit Stühlen. Okay. Du willst dich auf den Boden setzen. Okay, vielleicht hast du die Stühle ja nicht angerempelt und weißt gar nicht, dass da welche sind. Hast du nicht definiert. Ja. Ja, okay, ich versuche heute herauszufinden, ob das, was ich gefunden habe, essbar und trinkbar ist. Es ist ein Apfel und Wein. Okay, dann esse ich und trinke das. Du musst erstmal versuchen, die Flasche aufzumachen. Ja, okay, schaffe ich es, weil ich kann ja wohl ertasten, ob das da ein Korken ist oder sowas. Ja, es ist ein Korken und deswegen musst du für mich würfeln.
den Korb nicht rausrückt. Waren das nicht zwei Tagesrittmärsche da bis zur Stadt von dem, wo sie war? Ich bin hier verschleppt worden. Ja, aber dann hast du ja zwei Tage nichts gegessen und getrunken. Das ist schon hart. Das ja, deswegen versuche ich es ja auch. Ich versuche es erst einmal so aufzukriegen, ob ich vielleicht das Geschick habe, ob ich es irgendwie aufkriege. Nee, Ästhetik, bist du dir das sicher? Ich meine, du hättest, der Typ hätte, oder die Frau hat damals gesagt, wenn du mit unserem Mann dann mit zur Stadt gehst, das sind zwei Tagesritte mit der Kutsche oder so. Ich meine. Ja, aber du? Könnte, wenn ich dich jetzt in mein Auto packen würde, die Augen verbinde und dir eine Spritze gebe, wo du dann irgendwie halb tot dann in meinem Auto liegst und ich sage, okay, wir sind jetzt gerade 5 Tage gefahren, obwohl wir einfach nur bei dir ums Eck rumgefahren sind. Ja, aber wir gehen jetzt davon aus, dass sie bei uns in der Stadt ist. Deswegen. Ja, wer sagt, dass die Betäubung überhaupt 2 Tage angehalten hat? Wer sagt überhaupt, dass es überhaupt wirklich 2 Tage sind, bis sie in die Stadt? Vielleicht war es auch einfach nur das nächste Dorf und sie wurde halt verarscht einfach nur. Okay, das kann auch sein. Dann hat die Frau ja auch gesagt. Ja, sag ja, ich werde auf einer Linie verarscht. Das ist furchtbar. Ich habe ja nicht gesagt, dass es so ist. Okay, sehr gut. Du isst den Apfel und den Korken. Du würfelst jetzt für mich 3-mal auf Geschicklichkeit. Auf Geschicklichkeit, okay. Und ja, wenn du und du hast zum 2 erleichtert, weil es einfach ein Korken ist. Also theoretisch solltest du den reindrücken können, wenn es dumm ist. Geschafft. Okay, du drückst den Korken rein und kannst das kühle Nass deine Kehle hinunterfließen lassen. Okay. Den Wein. Sascha, bist du jetzt inzwischen unter die Asiaten gegangen? Hey, ich frage mich gerade, du drückst den Korken rein. Wer drückt den Korken rein, wenn man eine Flasche aufmachen will? Ja, wenn du die Karten mit rauskriegst, musst du ihn reindrücken. Stell dir vor. Du kannst den ja nicht raustrinken. Hast, also, hast du schon mal eine Weinflasche gehabt, wo ein Korken drin ist, Alter, und kein Korkenzieher? Also, ja, hätte ja mit dem Steck, mit der Spitze oder so reindrücken können. Aber sind die nicht so... Ja. Aber wertet es halt doch ist in Ordnung. Mit dem Korken. Ja, mein nächster Versuch wäre gewesen, den Flaschenholz irgendwie am Tischrand aufzuschlagen oder so. Entschuldige, es dauert, dass ich kein 2-Euro-Wein trinke. Und dann dir die Glassplitter in den Hals ergießen. Kriegst du auch bei Wein, ja, gut, dann weißt du, was es nur. Du trinkst auf jeden Fall den Wein und isst den Apfel und du fühlst dich auf jeden Fall schon mal besser. Und du hast Glück, denn du kriegst dadurch wieder 2 Leben gut geschrieben von mir. Okay. Und es ist aber auch leicht betüdelt. Bist leicht angetrunken, du hast eine ganze Flasche Wein getrunken. Okay. Ja gut, dann nehme ich halt den Stecken. Versuch dabei wahrscheinlich nicht umzufallen. Nee, du bist nur leicht angetrunken. Du bist jetzt nicht so wirklich... Nee, aber so leicht angetüdelt halt. Ja. Aber versuch einmal den Boden zu schätzen, wenn du nichts siehst. Ja. Ja. Okay. Ja, was möchtest du noch machen? Ich möchte mich im Haus noch weiter umtasten, sag ich mal. Okay. Vielleicht auch irgendwas Nützliches finde. Und was du finden wirst, erfahren wir in der nächsten Folge. Sascha möchte die Abmodi machen. Okay, Sascha. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis die Tage. Schaut auch bei den anderen vorbei. Ciao, ciao. Tschüss. Daumen und Abo und Kommentare und so. Tschüss. Wow.